Moin Moin und hallo zu Game 2. Die Gamescom ist vorbei, wir lassen die Zukunft in der Zukunft und beschäftigen uns jetzt mit dem Hier. Mit Monster Hunter Generations. Dragon Quest 11. Und eigentlich allem, was wir im Gamescom-Stress verpasst haben, in Unter dem Radar. Alles klar? Wir starten mit einem in vielerlei Hinsicht nicht mehr ganz so frischen Spiel. Ja, erstens ist es nämlich in Japan schon seit 14 Monaten auf dem Markt und zweitens spielt es sich so oldschoolig, dass man gar nicht merkt, dass es neu ist. Ja, beim 10. Teil wurde noch experimentiert. Dragon Quest 11 ist aber nun kein MMO mehr, sondern geht zurück zu den Wurzeln, zum klassischen, rundenbasierten RPG. Klassisch, antik, angestaubt, vielleicht sogar veraltet? Markus weiß mehr. Im Sommer 2017 herrschte in Japan Ausnahmezustand. Schüler schwänzten massenhaft die Schule. Menschen gingen plötzlich nicht mehr zur Arbeit. Lange Schlangen versammelten sich vor den Geschäften. Es war der Release von Dragon Quest 11. Und was für ein Release! Nach nur 2 Tagen verkauften sich über 2 Millionen Spiele für PS4 und 3DS. So viel schaffte nicht mal die harte Konkurrenz in 3 Tagen. Gut ein Jahr später sind endlich auch wir westlichen Zocker dran. Aber kommt das traditionsreiche Abenteuer bei uns auch so gut an? Schon möglich. Jedenfalls, wenn ihr auf Oldschool steht, denn Dragon Quest 11 hält herzlich wenig von Experimenten oder Innovationen. Stattdessen setzt das Japano-Rollenspiel konsequent auf Altbewährtes. Monsters! Das beginnt direkt bei der Geschichte. Schon nach dem Intro riecht alles nach generischer Story. Ein öder und auch noch stummer Held, in dem mysteriöse Kräfte schlummern, erfüllt seine Bestimmung, das wahre Böse zu besiegen. Und auch nach ein paar Stunden hatten wir immer wieder das Gefühl, alles schon irgendwo mal gehört zu haben. Sag mal, worum geht's jetzt eigentlich im neuen Dragon Quest? Oh, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und zwar spielst du einen jungen Prinzen und der kommt mit so einem seltsamen Geburtsmal an der Hand zur Welt. Und dann stellt sich heraus, dass er der Auserwählte ist und die Welt vor dem ultimativ Bösen schützen muss. Also eigentlich wie Link in Ocarina of Time? Nee, denn dann greifen Monster das Schloss an und beide Elternteile kommen dabei ums Leben. Also Naruto? Nee, der Junge überlebt das Ganze, fällt in den Fluss zusammen mit seinem Kinderkörbchen und treibt einfach davon. Moses? Nee, der wird ja dann von einem Opa gefunden, der zieht ihn aus dem Fluss und zieht ihn dann auf, als wäre er sein eigener Sohn. Also wie in Dragon Ball? Nee, der Junge, der wächst dann heran und dann merkt er, dass da ganz seltsame Mächte in ihm wachsen. Luke Skywalker in Star Wars? Nee, das ist auch nicht so. Der geht dann auf Reisen, weil er seine Kräfte entwickeln will, er will aber auch mehr über seine Vergangenheit erfahren und dann trifft er ganz viele bunte Gefolgsleute und... Immer noch Star Wars oder Herr der Ringe? Ist vielleicht einer noch sein Vater? Nee, Großvater. Hat er vielleicht noch eine verschollene Schwester? Nee, die gibt's nicht. Dafür gibt's aber eine Adoptivschwester. Arschloch! Ja, besonders originell ist hier nichts. Das Erstaunliche daran, es ist gar nicht so schlimm. Denn unterhaltsam ist die Geschichte trotzdem. Das liegt zum einen an der klaren Struktur. Dragon Quest 11 weiß genau, was es sein will. Ein Fantasy-Märchen, das eben all die populären Geschichten aufgreift und darauf seinen Dragon Quest-Charme stülpt. Und das mit Bravour. Die vielen kleinen, mal witzigen, mal tragischen Nebengeschichten wechseln sich mit der gut erzählten Hauptstory ab und sorgen so konstant für Unterhaltung. Das funktioniert vor allem deswegen so gut, weil die Charaktere klare Sympathieträger sind. Gut, außer unser Captain 0815 hier. Ansonsten besteht der Cast aus liebenswerten und bunt gemischten Persönlichkeiten. Da hätten wir zum Beispiel die taffe Schwarzmagierin Veronica, die bei einem kleinen Zauberunfall in ein junges Mädchen verwandelt wurde. Ha, right! Oder unser Lieblingsgaukler Rionaldo, der uns zwischen all seinem Sarkasmus und Charme mit seiner tiefsinnigen Seite überrascht, indem er etwa über veraltete Rollenbilder herzieht. Who, me? Don't be ridiculous, darling. I'm just a silly old jester. Im Gegensatz zu den Japanern bekommt der Rest der Welt Sprachausgabe. Die gibt es zwar nur auf Englisch, dafür ist sie überaus gelungen. No need to worry on that front. Nur eine Sache verstehen wir nicht ganz. Einige englische Namen scheinen den deutschen Übersetzern gar nicht gefallen zu haben, weshalb viele Figuren in den geschriebenen Texten ganz anders heißen als in den gesprochenen. I'm Flint the Woodcutter, by the way. The Great Silvando! He is my friend, Placido. Verwirrung ist da vorprogrammiert. Musst du schon los, Jeff?
Mark. Ich heiße Mark. Aber hier steht Jeff. Ja, das spricht man so aus. J-E-F-F. Mark. Oh, mein Fehler. Was für ein Creep. Mark. Während sich andere JRPGs immer wieder mit neuen, hippen Kampfsystemen übertreffen wollen, sagt sich Dragon Quest mit voller Überzeugung: Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und zwar so, wie es im Kern schon seit 1986 ist. Rundenbasierte Kämpfe mit einer Handvoll Optionen. Normaler Angriff, Verteidigen, Spezialfähigkeit, Zauber und Gegenstand einsetzen. Dazu kommt eine klare Rollenverteilung wie Heiler oder flinker Dieb. Überschaubare Skills und die Option, zwischen einer Handvoll Waffen zu wählen. Gibt es also wirklich gar nichts Neues? Naja, nicht ganz. Ihr könnt euch jetzt auch im Kampf frei bewegen, was aber absolut null Auswirkung hat. Gut, außer eure Gefährten beim Updancen zu begaffen. Drop it. Einen sinnvollen Kniff gibt es aber dann doch noch. Kassieren eure Helden genug Schellen, werden sie zu Super Saiyan. Ich meine natürlich gekräftigt. In dieser Form werden nicht nur individuelle Werte der Kämpfer verstärkt, ihr könnt auch mächtige Koop-Attacken einsetzen. Die hauen sogar noch heftiger rein, wenn mehrere gekräftigte Recken ihre Angriffe verbinden. Die Vielfalt an Kombinationen und Effekten ist groß, wodurch noch ein Klecks Taktik dazukommt. Die ist sonst eher weniger gefragt. Metallischen Gegnern verpasst ihr Metallhiebe, Drachen verkloppt ihr mit einem Drachenhieb und bei dem Rest haut ihr eigentlich immer ähnliche Angriffsabfolgen raus. Bosskämpfe und einige eklige Gegnerkombinationen sind da schon schwieriger. Insgesamt sind eure strategischen Fähigkeiten aber eher weniger gefragt. Die Dragon Quest-Tradition in allen Ehren, aber hier hätten wir uns doch die ein oder andere frische Idee gewünscht. Was könnte jetzt wohl noch für die volle Dosis Oldschooligkeit fehlen? Ganz genau, Item-Management. Den magischen Beutel ohne Boden gibt es natürlich auch wieder. Und darin liegt, wie gehabt, auch euer ganzer Krempel. Dumm nur, dass der aus irgendeinem Grund im Kampf draußen bleiben muss. Und damit auch nützliche Heilkräuter und Co. Dafür müsst ihr schon vor dem Kampf die einzelnen Beutel eurer Helden füllen, die aber nur limitierten Platz haben. Also heißt es schön regelmäßig Kräuter aufstocken und ausrangierte Knüppel und Lumpen ins Inventar verlegen. Weil das so viel Spaß macht, dürft ihr das entweder alles auf einmal oder eben schön einzeln machen. Gegenstand für Gegenstand. Jaja, schon klar, das war immer schon so bei Dragon Quest. Lästig ist es dennoch und eine Sache, um die wir uns im Jahr 2018 eigentlich nicht mehr ständig selbst kümmern wollen. Forgive me. Kennen Sie das auch? Sie brauchen dringend einen Heiltrank. Oh, ich brauche dringend einen Heiltrank. Aber der ist mal wieder in der anderen Tasche. Na toll, der ist in der anderen Tasche. Ah! Oder Sie finden eine tolle neue Waffe. Endlich, eine tolle neue Waffe. Die dann aber zwischen all Ihrem Krempel verschwindet. Hä? Wo ist sie hin? Keine Panik, hier, Junge. Wow! Stopp, ein Beutel Feenwolle. Ich glaube, das hat einer meiner Gefährten mitgenommen. Schon klar. Ja, kein Problem. Pass mal auf. So, rechte Hosentasche. Wow, danke! Dafür bin ich da. Ich kann's rein. Schluss mit Chaos im Sack. Willst du jetzt rein oder nicht? Hast du ein Problem? Ja, dass du den Eingangsbereich freimachen sollst, du Arschloch! Nächster Punkt auf der Traditionscheckliste, die frei zu erkundende Oberwelt. Und die ist zu unserer Überraschung echt gelungen. Ihr entdeckt nach und nach immer mehr interessante Ortschaften, die schick aussehen und extrem facettenreich sind. Von bunten Unterwasserstädtchen über japanartige Dörfer ist alles dabei, was das Weltenbummlerherz begehrt. Auch die Wege zwischen den Orten sind alles andere als nervig. Es gibt keine Zufallskämpfe, die eure Geduld piesacken und ihr habt stets die Option, mit eurem Pferd kampflos und deutlich schneller zum Ziel zu kommen. Eine coole Alternative, aber wir bevorzugen das Reisen zu Fuß. Das geht dank Sprint-Option auch flott und ihr könnt nebenher noch jede Menge Loot einsacken. Den gibt es praktischerweise immer da, wo ihn der versierte Rollenspieler vermutet und so werden eure Erkundungstouren ständig belohnt. Den meisten gefundenen Krempel könnt ihr zudem in eure Reiseschmiede schmeißen, um daraus nützliche Ausrüstung zu basteln.
Da die oft besser als gekaufte Ware ist, motiviert die Luterei zusätzlich. Genauso lohnenswert ist es, auch auf die kleinen, liebevollen Details am Wegesrand zu achten. Die Welt ist voll mit humorvollen Dingen wie Wetterkühen, Monster in Schulmädchenuniformen und... Oh, gut. Pubertäre Witzchen gibt's natürlich Dragon Quest typisch auch wieder reichlich. Es sind eben diese vielen kleinen Details, die die Welt erst richtig lebendig wirken lassen. Trotzdem müssen wir Abzüge in der B-Note geben. Denn bleibt ihr mal stehen und beobachtet das bunte Treiben, fällt schnell auf, dass viele NPCs wie Maschinen permanent einen festen Bewegungsablauf abspulen. Und manche tun auch nur so, als würden sie irgendwas machen. Hier, wie die zum Beispiel. Und, ebenfalls ganz JRPG-typisch, ignorieren sie euch fast komplett, egal wie arschlochmäßig ihr euch auch verhaltet. Nicht mal, wenn ihr ihnen direkt vor der Nase die Schlüpper klaut, haben die NPCler was dagegen. Schade ist auch, dass unsere Helden zwar Kostüme sichtbar tragen können, krasse neue Rüstung aber nicht. Hier herrscht klar noch etwas Modernisierungsbedarf. Ja, Dragon Quest XI hat so seine Altersschwächen. Es setzt auf veraltete Mechaniken wie fummeliges Item-Management, ein Kampfsystem, das auf Dauer einfach zu eintönig ist und vor allem einen blassen Protagonisten, der bis in die Haarspitzen aus JRPG-Klischees besteht. In mancherlei Hinsicht ist die ehrwürdige Hingabe zur Tradition vielleicht nicht der beste Ansatz. Abseits davon können wir vor der konsequent klassischen Linie aber nur unseren Hut ziehen. Auch der 11. Teil bewahrt erfolgreich den typischen Dragon Quest Charme und präsentiert eine spannende und vor allem auch wunderhübsche Welt mit sympathischen Charakteren und tollen Geschichten. Der klare Beweis dafür, dass traditionelle Japano-Rollenspiele auch in unserer modernen Zeit noch einen Platz haben. Im Monster Hunter-Universum ist mit Monster Hunter World ja eigentlich sowas wie eine neue Zeitrichtung angebrochen. Das Recht. Das Zeitalter der Radialmenüs. Endlich kann ich sehen, wie viel Schaden ich mache. Und das im Laufen Trinkens. Aber auf der Switch ist diese Zeitrechnung wiederum noch gar nicht angekommen. Ja, bei Monster Hunter Generations Ultimate muss man sich immer noch mit dem monströs sperrigen Gameplay rumschlagen, für das Monster Hunter ja leider bekannt ist. Dafür gibt's aber mehr Monster. Was hast du gesagt? Trant! Hast du gehört? Mehr Monster! Nachdem auf der E3 2017 Monster Hunter World für PS4, Xbox One und PC angekündigt wurde, rechnete kaum jemand mehr damit, dass Capcom seine erfolgreiche Monster Hunter-Reihe auch auf Nintendo-Konsolen fortführen würde. Denn bei Monster Hunter galt bisher entweder oder. 2004 als PlayStation-exklusives Franchise gestartet, wanderte die Marke ab 2009 exklusiv zu Nintendo. Wer die letzten 5 Teile vor World spielen wollte, brauchte eine Wii, eine Wii U oder einen Nintendo 3DS. Deswegen schien mit der Ankündigung von World die Jagd für Nintendo vorerst beendet. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Am 28. August 2017 erhielt das japanische Publikum Monster Hunter Double Cross für die Nintendo Switch. Und genau ein Jahr später kommt dieser Titel auch für den Rest der Welt. Allerdings heißt der bei uns nicht mehr Double Cross, sondern Monster Hunter Generations Ultimate. Und weil das ein so langer Name ist, nenne ich das ab jetzt nur noch MHGU. Um was es bei Monster Hunter generell geht, wollen wir nicht noch einmal groß aufrollen. Deswegen schaut euch Sebastians Monster Hunter World Beitrag aus Game 2 Folge 56 nochmal an. Oder gebt euch mit dieser Kurzfassung zufrieden. In Monster Hunter jagt man große Monster, um sie dann auszuweiden wegen ihre Materialien, aus denen man sich dann Stärke, Waffen und Rüstungen baut. Viel wichtiger ist doch die Frage, für wen ist MHGU geeignet? Macht das auch dann noch Spaß, wenn man Monster Hunter World bereits kennt? Schließlich basiert MHGU auf dem knapp 3 Jahre alten Monster Hunter Generations für den 3DS. Und darum sieht es neben seinem jüngeren Bruder Monster Hunter World nicht nur ziemlich oldschool aus, ihm fehlen auch die unzähligen Detailverbesserungen, die MHW eingeführt hat. Wieso also MHGU spielen? Schatz, bist du's? Bin in der Küche, ich koch grad. Ui, das sieht aber lecker aus.
Chefkochgericht? Ja, extra für dich. Viermal Fleisch, zweimal Fisch, so wie du es magst. Mhm, lecker. Ja. Du, ich habe da jemanden mitgebracht. Ja, kein Problem, das reicht auch für drei. Hallo. Was? Was will der denn hier? Sebastian meinte, ich wohne jetzt hier. Dann nehme ich auch unterwegs was zum Zocken, nicht wahr, Sebastian? Wie bitte? Das ist doch nicht schlimm. Ich kann auch mit euch beiden spielen. Ey, hast du dir mal angeguckt, wie hässlich der ist? Und guck mal, wie geil ich aussehe. Ja, du bist ja auch wunderhübsch, das bezweifelt ja auch keiner, aber... Warum ist der so fett? Das ist alles Content, mein Lieber. Und der Sebastian mag es auch ein bisschen üppiger, ne? Was? In Sachen Umfang ist MHGU wirklich kaum zu schlagen. Es ist nämlich ein Best-of aus allen bisherigen Hauptteilen der Monster Hunter-Reihe und kommt so auf 93 große Monster und 27 Jagdgebiete, wenn man auch kleinere Arenen oder Boss-Areas mit einrechnet. Monster Hunter World hingegen hat aktuell gerade mal 34 große Monster und 11 Locations bei gleicher Zählweise. Tja, das ist schon ein krasser Unterschied. Und dass so viele Monster auch ebenso viele Waffen und Rüstungssets mit sich bringen, muss kaum erwähnt werden. Was ihr euch in MHGU an Equipment zusammenbasteln könnt, ist einfach nicht mehr normal. Ebenfalls ein dicker Pluspunkt für MHGU sind die sogenannten Jagdstile und Jagdtechniken. Jede der 14 Waffengattungen könnt ihr mit einem von 6 Stilen spielen. So ist der Luftkampfstil besonders geeignet für Angriffe aus der Luft, da ihr hier nach jeder Ausweichrolle auf das Monster zu einen Sprung macht, gut zum Aufsteigen. Mit dem Alchemiestil werdet ihr zum Supportspieler, indem ihr durch Fässerschütteln wertvolle Buff-Items für euch oder eure Mitspieler herstellt. Und beim Konterstil müsst ihr genau im richtigen Moment ausweichen oder blocken, um danach mächtige Konterattacken nutzen zu können. Zusätzlich zu diesen Jagdstilen stattet ihr euren Jäger noch mit den genannten Jagdtechniken aus. Das sind Special Moves, für die ihr zwar erstmal einen Energiebalken füllen müsst, die ihr dann aber jederzeit auf Knopfdruck auslösen könnt, um Schaden zu vermeiden, Schaden auszuteilen oder um euch zu heilen. Die Masse an Stilen und Techniken kann euch zwar erstmal erschlagen, aber ihr müsst euch ja nicht damit auseinandersetzen. Unterm Strich ist es gut, dass sich jeder frei entfalten und seinen eigenen Stil entwickeln kann. Also fick dich, wenn's dir nicht gefällt. Und zu guter Letzt sind da noch die extra schweren Herausforderungen für Leute, die sich zu den notorischen zu wenig Endgame-Content-Nörglern zählen. Da sind einerseits die Ferus-Monster, zu erkennen an diesen dunklen Wölkchen an bestimmten Körperteilen. Trefft ihr diese Körperteile, füllen sich zwar eure Jagdtechniken schneller, doch treffen die Monster euch mit diesen Körperteilen, tut das richtig weh. Da müsst ihr schon einiges in die Waagschale werfen, um die Biester niederzuringen. Unter Fans sehr beliebt sind die sogenannten G-Rang-Quests, in denen die Stärke der Monster einmal mehr angehoben wird. Als Gegenleistung erhaltet ihr im G-Rang aber Materialien, mit denen ihr all eure Waffen und Rüstungen noch weiter hochstufen könnt. Wer also bereits auf dem 3DS Monster Hunter Generations ausgiebig gespielt hat und nun seinen Speicherstand auf die Switch übertragen möchte, ja, das geht, der bekommt mit dem G-Rang nochmal richtig viel zu tun. Denn den G-Rang gab's in Generations noch nicht. Nein, doch. Und dann sind da noch die ultra-brutalen Devianz-Monster. Das sind Unterarten von herkömmlichen Monstern, die jedoch deutlich größer, aggressiver und optisch mehr Badass sind als ihre 0815-Verwandten. Aus ihren Teilen baut ihr euch das wahrscheinlich beste Equipment, allerdings ist der Grind hier auch besonders hart. Schaut mal hier, um alle Teile dieser Dunkelfeuer-Rathalos-Rüstung voll aufzuleveln, müssten wir diesen fiesen Bastard mindestens 50 Mal kaputt hauen. Und da der super viel aushält, die ganze Zeit rumflattert, uns vergiftet und Atombomben spuckt, kann ein Kampf auch mal 40 Minuten dauern. Zumindest wenn man ihn als mittelbegabter Jäger alleine angeht. Naja, immerhin ist er jetzt tot. Gleich mal ein Rüstungsteil um eine Stufe erhöhen. Geht nicht. Hier auch nicht? Ach so, wir hätten nicht einen Level 1 Dunkelfeuer-Rathalos töten müssen, sondern einen auf Level 7, 8, 9 oder 11. Haha, alles umsonst. Aber gut, es soll ja auch extra hart sein. Tja, Sebastian mag es halt, wenn es ein bisschen härter zugeht, ne? Nee, warum hast du mir davon nicht erzählt? Ja, das ist nicht das Einzige, was er dir nicht erzählt hat, ne? Pass mal auf. Hier, den Honig. Jetzt kannst du mal. Nö. Wie nö? Hast du Schiss oder was? Keine Lust. Ja, jetzt mach doch mal, ich will Honig. Okay. Kein Problem. Oh mein Gott. Das ist noch lange nicht alles. Nee, es geht jetzt erst los. Und zwar mit den Detailverbesserungen, die MHW eingeführt hat, die es aber in MHGU nicht gibt.
Macht's euch bequem, das dauert jetzt ein bisschen. Sammeln im Vorbeigehen? Nicht möglich. In MHGU wird angehalten, sich hingekniet und am Boden rumgewühlt. Beim Trinken laufen? Nicht möglich. In MHGU wird beim Trinken stehen geblieben und danach geflext. Und abbrechbar ist der Vorgang auch nicht. Bei falschem Trinktiming fangt ihr euch eine. Autoherstellung von Items beim Aufsammeln der benötigten Ressourcen? Nicht vorhanden. In MHGU wird noch manuell gecraftet. Unendlich nutzbare Wetzsteine zum Schärfen der Waffe? Nicht vorhanden. In MHGU sind Wetzsteine Verbrauchs-Items. Ein extra Beutel für Materialien wie Erze oder Monsterteile? Nicht vorhanden. In MHGU gehen Verbrauchs-Items und Materialien in einen Beutel. Landkarte zur Orientierung? Nur wenn ihr sie als Item im Inventar habt. Ansonsten nicht vorhanden. Schnellreise zwischen mehreren Basislagern während einer Quest? Nicht vorhanden. Es gibt nur eins. Ausrüstung wechseln, Items nachfüllen und Essen im Basislager? Nicht möglich. Wenn ihr euch vor dem Antritt zur Quest schlecht vorbereitet oder was vergessen habt, dann ist das halt so. Ein Radialmenü zur direkten Itemwahl? Nicht vorhanden. Die Scrollleiste rechts unten ist eure einzige Möglichkeit, Items auszuwählen. Automatisches Wegstecken der Waffe beim Sprinten? Nicht vorhanden. Die Waffe muss mit Y weggesteckt werden. Erst dann kann man sprinten. Das muss ich mir nicht länger anhören. Was ist denn das jetzt? Ja, fast vergessen. Zusammenhängende Maps? Nicht vorhanden. Die Maps sind in kleine Areale eingeteilt, die alle einzeln geladen werden müssen. Oh ja, die guten alten Ladezeiten zwischen den Arealen. Sie sind zwar nur kurz, aber trotzdem nicht geil. Und es gibt noch mehr. Eine Schleuder, um den Monstern Nüsschen an den Kopf zu schießen? Nicht vorhanden. Ein Enterhaken, um wie Tarzan rumzuschwingen? Nicht vorhanden. Hänge hinabrutschen und coole Rutschmoves ausführen? Nicht möglich. An Wänden hochlaufen, um cool abzuspringen? Nicht möglich. Spähkäfer zum Aufspüren eines Monsters? Nicht vorhanden. Rennt durch die Map, bis ihr es findet und werft dann einen Farbball drauf, um es auf der Karte sichtbar zu machen. Umgebungsfallen, die den Monstern so richtig wehtun? Nicht vorhanden. Der Einzige, dem die Umgebung wehtut, seid ihr. Revierkämpfe unter Monstern? Nicht vorhanden. Wenn zwei große Monster in einem Areal sind, gehen die trotzdem nur auf euch. Notsignal zünden, um andere Spieler spontan in eure Quest zu holen? Nicht möglich. Seid ihr allein losgezogen, dann bleibt ihr auch allein. In bereits laufende Online-Quests nachträglich einsteigen? Nicht möglich. Wenn die Leute in einer Online-Lobby ohne euch aufbrechen, könnt ihr nicht mehr joinen. Online-Lobbys für 16 Leute? Nicht vorhanden. Die Lobbys in MHGU fassen maximal 4 Leute. Rüstungen sowohl für Nah- als auch für Fernkämpfer geeignet? Nein. Wenn ihr Fernkampfwaffen spielen wollt, müsst ihr euch extra Fernkampfrüstungen bauen. Anzeige des Waffenbaums beim Verbessern von Waffen? Nicht vorhanden. Wenn du wissen willst, wie sich eine Waffe weiterentwickelt, musst du im Internet nachgucken. Was ist denn hier los? Sebastian, Monster Hunter World, warum macht ihr das Spiel so fertig? Ich mach doch gar nichts. Der hat doch angefangen. Hey, alles gut, die tun dir nichts mehr. Bist in Sicherheit. Hey, hey, hey du, wie heißt du eigentlich? Trant! Monster Hunter Generations Ultimate? Ihr kennt euch? Ja, aber da war er noch nicht Ultimate und auch nicht so schön. Du findest mich schön? Hey Trant, jetzt mal ganz ehrlich, der ist doch nicht schön. Hör doch mal auf, so rumzufrotzeln, Monster Hunter World. Ja, Monster Hunter Generations ist ein bisschen älter, aber ihr seid doch eine Familie. Ohne ihn hätte es sich vielleicht nie gegeben. Ja, okay, das stimmt. Tut mir leid, Monster Hunter Generations Ultimate. War nicht so gemein. Mir tut's auch leid, dass ich versucht habe, mich zwischen dich und Sebastian zu drängen. Das war echt nicht okay. Ja, komm, schwamm drüber. Trant spielt dich und ich spiel dich, hm? Genau, oder wir wechseln auch mal durch, dann spielt jeder jeden. Und dann sind wir alle Freunde? Ja, auf jeden Fall, ja. Immer. Ich freu mich. Klasse. Nach dieser Riesenliste an Verbesserungen, die MHGU einfach nicht hat, sollte man meinen, dass man das nach World einfach nicht mehr spielen kann. Aber tatsächlich macht es immer noch richtig viel Spaß. An die Einschränkungen habt ihr euch verhältnismäßig schnell gewöhnt und mit der Gewöhnung verfliegt auch das anfängliche Gefühl, etwas zu vermissen. Stattdessen nehmt ihr MHGU so, wie es ist. Ja, die Grafik ist altbacken, doch dank liebevoller Umgebungsdetails und den aufwendigen Animationen schaut ihr trotzdem gerne hin. Ja, es fehlen viele Komfortfunktionen und Aktionsmöglichkeiten, aber die Kämpfe sind trotzdem super spannend und voll mit Action. Und ja, es ist etwas grindig. Zum einen wegen der teils schweren Monster, zum anderen wegen der hohen Ressourcenanforderungen für neue Ausrüstungsteile. Aber dafür bekommt ihr auch extra viel Spiel fürs Geld. Bei normaler Spielweise schaltet ihr selbst nach hunderten Spielstunden noch neue Inhalte frei. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ihr jemals den Satz sagen werdet: Ich habe nichts mehr zu tun. Kommen wir zurück zur Frage vom Anfang. Für wen ist MHGU denn jetzt geeignet? Nun, wenn ihr meint, dass euch Monster Hunter World schon zu sehr vereinnahmt hat, wäre MHGU wohl die falsche Wahl für euch.
Und auch wenn ihr noch nie ein Monster Hunter gespielt habt, würden wir eher zu World raten, da dies zwar immer noch komplex, aber verhältnismäßig einsteigerfreundlich ist. Wenn ihr jedoch nach World einfach nicht genug von Monster Hunter bekommt und jetzt die volle Breitseite wollt und dazu auch noch die Möglichkeit, unterwegs zu spielen, dann kommt ihr an Monster Hunter Generations Ultimate wohl kaum vorbei. Los geht's heute mit einer Nachricht, die schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, aber so manchen Action-Veteran sicherlich trotzdem freut. Anfang 2019 entstaubt Capcom nämlich nicht nur Resident Evil 2, sondern bringt auch einen anderen hauseigenen Klassiker zurück: Onimusha. 2001 kreuzte Onimusha Warlords bewährtes Resident Evil Gameplay mit frischem Klingen-Nahkampf und wurde damit eine Art Vorreiter von Devil May Cry, God of War und Co. Bei der Neuauflage beschränken sich die Japaner jedoch auf Detail-Updates, wie höhere Auflösung, Breitbildformat, Analogsteuerung oder einen optionalen leichteren Schwierigkeitsgrad. Die starren Renderkulissen mit fixer Kameraperspektive oder die aus heutiger Sicht recht trashige Inszenierung bleiben also erhalten. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass Capcom dem fast vergessenen Franchise ein Revival spendiert. Am 15. Januar erscheint das Samurai-Geschnetzel für 20 Euro als digitaler Download. Auch die Retro-Experten von Lizard Cube wagen sich nach der gefeierten Neuauflage von Wonderboy 3 The Dragon's Trap an den nächsten Klassiker. Dieses Mal ist eine waschechte Fortsetzung, und zwar von Streets of Rage. Gemeinsam mit den Streets of Fury-Machern Guard Crash Games werkelt das Studio am offiziellen vierten Teil der legendären Prügelserie vom Mega Drive. Die grundsätzliche Spielweise der kooperativen Straßenschlägerei soll natürlich beibehalten werden. Allerdings dieses Mal mit handgezeichneten Figuren im Comic-Stil und erweitert um neue Gameplay-Mechaniken. Wann und für welche Systeme Streets of Rage 4 erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Moment mal, hört ihr das auch? Das klingt doch ganz nach dem News-Ticker! Ja, dann mal los! Verschoben. Die nächste Nintendo Direct, die eigentlich für die Nacht von Donnerstag auf Freitag geplant war, wurde aufgrund des Erdbebens im japanischen Hokkaido auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben. Eingestellt. Am 7. September und damit gut 18 Jahre nach Markteinführung beendet Sony den Reparatur- und Servicedienst für die PlayStation 2 in Japan. Angekündigt. Am 1. Februar 2019 will Electronic Arts eine Demo zu Anthem veröffentlichen. Zugriff erhalten Vorbesteller sowie EA und Origin Access Mitglieder. Bestätigt! Am 10. September erscheint das Neo Geo Mini mit 40 Spielen an Bord für knapp 130 Euro offiziell in Europa. Gecastet! Superman-Darsteller Henry Cavill wird Geralt von Riva in der geplanten Witcher-Serie von Netflix spielen. Nur noch eine Nachricht aus dem echten Leben. Die Frage, ob E-Sports eine olympische Disziplin werden kann, steht ja schon länger im Raum. Nun hat sich Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, dazu geäußert. Gegenüber Associated Press erteilte der IOC-Chef im Rahmen der Asian Games E-Sports eine Abfuhr. Man könne im olympischen Programm keine Spiele haben, die Gewalt oder Diskriminierung fördern, so Bach. Sogenannte Killerspiele stünden im Widerspruch zu den olympischen Werten und könnten deshalb nicht akzeptiert werden. Tja, das ist mal eine klare Ansage. Was haltet ihr davon? Schreibt's bitte in die Kommentare und das mache ich jetzt auch. Die folgende Rubrik hätte man auch nicht auf dem Schirm nennen können. Haben wir aber nicht. Nee, klingt ja auch blöd. Nicht auf dem Schirm! Schirm! Nicht auf dem Schirm! Nicht auf dem Schirm! Na, warte. Nicht auf dem Schirm! Nee, funktioniert nicht. Hm. Alles richtig gemacht. Ne? Nee. Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spülschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Ja, es ist eine Schande. Noch nie zuvor haben unsere Redakteure so viele Spiele übersehen. Doch es gibt gute Gründe. Markus wurde vom Prakti attackiert. Zeug dir auf die Fresse. Sebastian wurde von Batman angegriffen. Trant und Colin wurden heimlich entführt. Ich glaube, wir werden entführt. Chris wurde was in die Pommes gepanscht. Und Micha ist brutal gestürzt. Aua. Und dadurch hat sich echt was angehäuft. Seid ihr bereit für einen fetten Haufen Spiele? Ich nehme alles. Gut. Legen wir doch los mit Codemasters F1 2018. Genau wie in F1 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 und F1 2009 fährt man Rennen in der Formel 1. Aber die Formel ist halt auch 1A. Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Im neuesten Teil dürft ihr Interviews führen und eure Antworten entscheiden darüber, ob ihr als mieser Bleifüßler oder fairer Sportsmann bekannt seid. Euer Ruf spielt zum Beispiel beim Abschluss neuer Verträge eine wichtige Rolle.
Erde. Eine große Anzahl Fahrhilfen ermöglicht wieder jede Fahrphysik zwischen Autoscooter und Hardcore-Simulation. Außerdem könnt ihr jetzt gleich zwei Rivalen auswählen. Und beliebte Spielmodi wie die historischen Rennen sind auch noch mit drin. Na bitte, wer sagt's denn? Berti, beheiz die Kiste nicht. Ja, Berti bzw. Codemasters muss ein bisschen aufpassen. Denn auch wenn das Ding spielerisch glänzt, wenn man jedes Jahr ein Update bringt, sollte auch die Grafik einen sichtbaren Sprung machen. Apropos jährliches Update, auch die Pro Evolution Soccer-Reihe unterliegt diesem Fluch, schafft es jedoch meistens mit klugen Neuerungen einen erneuten Kauf zu rechtfertigen. Konami feilt in der 2019er Version vor allem am Realismusgrad. Der Spieler muss bei der Ballannahme besser dastehen und die allgemeine Abprallphysik wurde verbessert. Außerdem sind kluge Spielerwechsel nun wichtiger und simples Dauerpressing fruchtet nicht mehr. Warum? Weil die Entwickler endlich die wachsende Erschöpfung der Ballsportler im Spiel zeigen. Der Akku, der muss jetzt immer voll sein und voll durch. Wir haben nur noch drei Spieler, jetzt geht das alles oder nicht? Obendrein haben die Fußballer nun jeweils 11 Spezialfähigkeiten, wodurch sie sich individueller spielen. Und es gibt auch deutlich mehr Lizenzen im Spiel. Natürlich sind da noch mehr Optimierungen mit drin, doch die werden wir, wie jedes Jahr, erst dann aufdröseln, wenn FIFA erscheint und seine Features in den Ring schmeißt. Machen wir also weiter mit dem 7. Add-on für das MMORPG World of Warcraft namens Battle for Azeroth. Das ist ein interessantes Thema, ich liebe es. Lassen wir doch auch mal einen anderen Experten zu Wort kommen. Steffen? Ja, mit Battle for Azeroth hat Blizzard mal wieder versucht, ein bisschen mehr PvP in die Welt von Warcraft oder in die World of Warcraft zu bringen. Ist denn nicht ganz so gut gelungen, meiner Meinung nach. Es gibt zwar jetzt den War-Modus, den sogenannten, wo man sich quasi selbstständig entscheiden kann, ob man jetzt PvP spielen möchte oder nicht in der Open World, aber das ist auch fast schon das Einzige. Die beiden großen Szenarios, Kriegsfronten und Inselexpeditionen, sind eigentlich mehr ein PvE-Ding. Also müssen sich PvPler weiterhin so ein bisschen gedulden, dass wieder richtig gute neue PvP-Inhalte rauskommen. Ja, PvP. Toll, ne? Weiter geht's mit Strange Brigade. Ein simpler Koop-Arcade-Shooter von den Sniper-Elite-Machern, in dem bis zu vier Spieler endlose Gegnerwellen niedermähen, um am Ende eine böse Hexenkönigin zu bezwingen. Warum das nicht lame ist? Seid ihr gespannt? Also, zunächst mal ist Abwechslung beim Ballern ja total unwichtig, solange das Ballern ballert. Und es gibt auch kaum Spiele, die in diesem Indiana Jones oder die Mumie-artigen Setting spielen. Außerdem sind die Level schön groß und sehen auch ziemlich geil aus. Und dann wäre da noch die nette Grindhouse-Optik, gepaart mit einem genial süffisanten Kommentator, der die Koop-Schießbude zum spielbaren B-Movie veredelt. Someone clearly doesn't want our heroes getting inside this tomb. Obendrein gibt's jede Menge Fallenrätsel und Extrawaffen, die man über gesammelte Münzen freischaltet. Soll das stumpfe Gegnergebolze auflockern. Aber ich will euch nichts vormachen. Das Spiel ist in etwa so wie Game 2. Die Gags nutzen sich auf Dauer ab und ohne den genialen Sprecher wär's ziemlich platt. Genauso. Großartig. So richtig gut ist Strange Brigade also nicht. Schon ganz nett, aber auch nicht so richtig geil. Mittelmäßig, ja, mittelmäßig, das wollte ich sagen. Ist ja nichts Schlimmes. Nein, natürlich nicht. Es geht um die innere Erlaubnis, normal sein zu dürfen. Aber besser als mittelmäßig ist natürlich richtig geil, womit wir bei The Messenger wären. Das Metroidvania im Ninja Gaiden-Style stellt zum Beispiel Zeitreisen dar, indem es optisch und akustisch zwischen 8-Bit- und 16-Bit-Technik hin und her skippt. Movement und Design flowen so gewaltig, dass alternde Nerds die Nostalgietränen in den Augen stehen. Mit zahlreichen Moves hangelt ihr euch durch die Level und fühlt euch dabei total ninja-mäßig. Der sogenannte Cloud Jump, bei dem ihr Sachen in der Luft mit dem Schwert hauen müsst, um einen extra Jump zu ermöglichen, ist die Basismechanik. Und die besagten Zeitreisen, durch die es jeden Abschnitt quasi zweimal gibt, sind essentiell fürs Weiterkommen. Ach, und habe ich die geile Story erwähnt? Ja, sogar die Charaktere taugen was. Für so einen ollen 8-Bit-Prügler. Mein Fazit, The Messenger ist vielleicht nichts für jeden, aber für die es was ist, ist es richtig was. Das ist etwas. Dann kam noch State of Mind. Ich verlese. State of Mind ist ein futuristischer Thriller über Transhumanismus. Das Spiel erzählt von einer zukünftigen Welt, die tief gespalten ist zwischen realer Dystopie und virtuellem Utopia. Ja, klingt wie der nicht verblödete Bruder von Detroit Become Human, entpuppt sich jedoch leider als etwas zu verkopft. Vor allem der eigentlich erfrischende Low-Poly-Look verhindert auf Dauer die emotionale Bindung zu den Figuren. Schade, denn State of Mind ist wirklich ambitioniert. Hier kriegt ihr das ganze Pessimismus-Paket. Schattenseiten des technischen Fortschritts wie Cybersex, steigende Arbeitslosigkeit oder auch künstlich erzeugte Erinnerungen. Programmiert mit der vollkommenen Gewissheit, dass wir alle jemand sind. Wird in Wahrheit doch jedermann niemand ist. Ich würde mit der Scheiße ja nicht hausieren gehen, wenn ich du wäre.
Doch weil die Welt wenig Interaktion bietet, das Gameplay auf Telltale'schem Niveau dahindümpelt und sich die eigenen Entscheidungen kaum bemerkbar machen, lässt das Spiel unnötig federn. Trotzdem wollen wir euch State of Mind ans Herz legen, denn die kluge Geschichte und die kalte Stimmung tragen den Spieler ziemlich gut durch die ca. 12 Spielstunden. Aber Achtung, das Ding zieht einen echt runter. Oh, also ich brauche jetzt irgendwas Dummes, was die Stimmung hebt. Was kam denn noch raus? Ach ja! Donut Country. Ihr seid ein Loch, das Sachen verschluckt. Ha! Und wenn ihr fresst, werdet ihr immer größer. Egal wie groß. Lasst einfach alles reinpurzeln in den dummen Schacht. Und ihr müsst sogar überlegen, was ihr zuerst verschluckt oder was passiert, wenn ihr Wasser verschluckt und. Und am Ende ist alles blitzeblank. Total befriedigend. Und wir haben noch mehr Spiele verpasst. Zum Beispiel Guacamelee 2. Da seid ihr ein mexikanischer Wrestler, der sich im Metroidvania-Style durch ein beklopptes Mexiversum prügelt und sich dabei, wenn nötig, in ein Huhn verwandelt. Hammer Spiel! Oder auch Death's Gambit, ein nicht ganz so geiles 2D-Dark Souls auf einem mittelalterlichen Alien-Planeten. Oder auch Garage Bad Trip, ein Top-Down-Zombie-Shooter im Hotline-Miami-Style. Oder auch die Shenmue HD Remaster Collection. Ziemlich ernüchternd, wenn ihr mich fragt. Oder auch Pillars of Eternity 2, The Beast of Winter. Oder... Na, könnt ihr noch? Nein, verpiss dich, ich bin randvoll. Ist ja gut. Ihr habt jetzt jedenfalls wieder alle Spiele auf dem Radar. Und ich bin raus. Es grüßt der Ingo. Herzlichen Glückwunsch, Herr Budimann, da haben Sie wieder mächtig abgeliefert. Danke, Herr Kretschmer, aber der Dank gebührt Ihnen. Ach, hören Sie doch auf. Hören Sie doch auf. Nein, hören Sie auf. Hör auf jetzt! Okay, wieder schauen. Reingehauen. Mit Monster Hunter Generations, Dragon Quest 11 und eigentlich allem, was wir auf den Gamescom. Musst du schon los, Jeff? Mark. Ich heiße Mark. Aber hier steht Jeff. Ja. Aber das spricht man Mark. Scheiße, ja. Da war er noch nicht Ultimate und auch nicht so schön. Du findest mich schön? Ja. Ich kann es kaum glauben, dass wir dafür bezahlt werden. Wir werden doch bezahlt, oder? Nein. Das ist alles Content, mein Lieber. Und der Sebastian, der mag es auch ein bisschen pipi. Ja, okay.